Ja, Deutschland steht kurz vor den Wahlen und wäre ich ein Mann, würde ich vor allem vor einer Partei davonrennen und zwar so schnell ich kann. Herzlich willkommen zur Tamara Show, präsentiert vom Nebelspalter. Ja, die Deutschen stehen bald vor der Qual der Wahl. Ja, und die erstaunlichste Partei in Deutschland sind für mich persönlich die Grünen. Bei keiner anderen Fraktion lässt sich nämlich der Widerspruch zwischen dem, was sie in gesellschaftspolitischen Fragen zu sein vorgeben und dem, was sie tatsächlich sind, besser beobachten. Aber vor allem eines ist mir aufgefallen, ihr Umgang mit den Männern. Kleiner Disclaimer, was die Umweltfragen betrifft, halte ich die Grünen für wichtig. Wenn sie sich nicht um den Planeten kümmern, wer dann? Dass wir mehr Sorge zur Umwelt tragen und Maßnahmen zum Schutz von Klima und Umwelt ergreifen müssten, das ist klar, es ist einfach der Weg dahin. Die Strategie, die man ja sehr unterschiedlich sehen kann. Ja, das Video hier befasst sich nicht mit dem Kernthema der Grünen, also nicht mit der Klimapolitik, sondern mit ihrer Gesellschaftspolitik, im Speziellen mit ihren Geschlechterfragen. Wer profitiert eigentlich von ihrer Politik jenseits der Klimasorgen? Wer profitiert nicht? Wer wird sogar benachteiligt? Wie halten Sie es mit freiheitlichen Werten? Werden Sie den Ansprüchen gerecht, die Sie an sich und auch an alle anderen stellen? Ich zeige euch hier mal 7 Schlagzeilen mit Beispielen, die in den vergangenen Monaten gesellschaftspolitisch für Furore gesorgt haben. Berliner Grüne schneiden Männer aus Foto. Den Grünen liegen ja moralische Werte am Herzen. Ihren Kampf für soziale Gerechtigkeit und auch ihren Kampf für die Frau demonstrieren sie gerne öffentlichkeitswirksam in den sozialen Medien. Ja, und so posteten sie neulich ein Foto auf Twitter, auf dem nur Frauen sind, um die Frauen in ihrem Team hervorzuheben. Um zu zeigen, dass sie ja anders als die böse Union ihre Frauen und Kandidatinnen fördern und sichtbar machen. Ja, von Moral bis Doppelmoral ist es nur ein kleiner Tweet. Die Männer am Bildrand haben sie dafür nämlich einfach weggeschnitten, wie sich wenig später herausstellte. Nun gut, indem man die Männer entfernt, macht man ja Frauen auch sichtbarer. Hallo, grüne Emanzipation. Grüne schneiden Indianerhäuptling aus Parteitagsvideo. Den Grünen ist ja Toleranz sehr wichtig und das betonen sie immer wieder auch in ihrem Wahlprogramm. Diversität, Inclusion, all diese trendigen Schlagwörter, die kann man da nachlesen. Jetzt leider ist der schlimmste Fauxpas ever einer Grünen passiert. Sie hat das verbotene Wort Indianerhäuptling ausgesprochen an einem Parteitag. Ja, das fordert natürlich Empörung unter grünen Anhängern. Das sei ein diskriminierender Begriff, rief man dann auch postwendend. Sie hat sich dann entschuldigt und die Freveltat wurde aus der Welt zensuriert. Ja, es ist anzunehmen, dass die grüne Toleranzschwelle eher tief dafür der Hang zur Empfindlichkeit umso größer ist. Oder man kann auch sagen, Nachsicht wird zwar gefordert, aber bei einem falschen Wort hört die Toleranz dann ganz schnell auf. Frauenfeindlichkeit, Annalena Baerbock hat es schwerer. Ja, die Kritik, der Hass und die Häme treffe Baerbock viel härter, weil sie eine Frau ist. Feministisch bewegte Menschen, die mit den Grünen sympathisieren, also das ist meine Mutmaßung, dass sie das tun, sowie viele Grüne selbst führen jegliche Kritik an Baerbock mit Hingabe auf ihr Frausein zurück, weil ja ihre männlichen Konkurrenten stets in Zuckerwatte gebettet werden. Ja, für diese grünen Frauenversteher ist der Umgang mit Baerbock wohl erst dann korrekt, wenn man sie nicht überprüfen, nicht kritisieren, missbilligen oder sich über sie lustig machen würde. Wenn man die Frau anders behandeln würde als den Mann. Ja, und hier noch ein kleines Argument von einem Twitter-User. Angriffe gegen Wagenknecht sind niemals Frauenhass, die gegen Baerbock aber schon. Eigenartig. Dem ist nichts hinzuzufügen. Grüne fordern Melde-App gegen sexistische Werbung. Die Grünen halten Selbstbestimmung hoch, natürlich. Sie entdecken regelmäßig vermeintlich sexistische Werbung, die sie unter anderem wegen schädlicher Geschlechterstereotypen der Frau verbieten wollen. Ehrlich gesagt, ich kenne kein einziges weibliches Wesen, das sich herabgewürdigt fühlt, wenn es Frauenmagazine durchblättert oder Fotos von Influencerinnen durchklickt, wo massenhaft Stereotype-Bilder, analog zu der kritisierten Werbung, zu sehen sind. Auch die abgelichteten Ladies selbst scheinen weder schwach noch hilfsbedürftig. Sie stellen ihre Reize selbstbestimmt zur Schau. Gehören sie auch per App verpetzt und verboten? Oder feiert man Selbstbestimmung genau nur dort ab, wo es in seine Agenda von Female Empowerment passt und will sie dort verbieten, wo sie ungeeignet ist für seinen Narrativ vom weiblichen Opferdasein?
Hamburger Grüne Ideologie wichtiger als das Grundgesetz? Ja, der übersteigerte Fokus auf äußere Merkmale wie das Geschlecht gehört bei den Grünen zur DNA. Darum will die Hamburger Justizsenatorin ein umstrittenes Paritätsgesetz durchboxen. Das sogenannte Paritätsgesetz soll Parteien dazu verpflichten, ihre Kandidatenlisten mit gleich vielen Männern wie Frauen zu besetzen. Ja, und es ist immer wieder verblüffend, wie rasch man bereit ist, demokratische Prinzipien nach Bedarf auszuhebeln, wenn sie nicht im Sinne seiner eigenen Ideen sind. Denn dass schon mehrere Verfassungsgerichte anderer Bundesländer, wie zum Beispiel in Thüringen und Brandenburg, das geplante Paritätsgesetz abgelehnt hatten, weil es laut den Verfassungsrichtern die Freiheiten der Parteien bei der Aufstellung von Kandidaten und damit die Teilnahme an Wahlen beschränke, kümmert die Politikerin offenbar nicht. Die Frau, die macht munter weiter, als würde das nichts bedeuten. Ja, die Grünen, die behaupten ja von sich, bürgerlich-liberal zu sein. Wenn Freiheitsbeschränkung bei Wahlen liberal sein soll, glauben sie wahrscheinlich auch, dass Bevormundung progressiv ist. Grünes Debakel an der Saar, Spitzenkandidat wirft Baerbock Eingriff ins Wahlrecht vor. Als neulich an einem Parteitag die Kandidatin durchfiel, die sich für Listenplatz 1 bewarb und dafür ein Mann gewählt wurde, hagelte es landesweite parteiinterne Kritik und sogar Anfeindungen gegen ihn. Man verlangte, dass er auf Platz 1 verzichte, um eine Neuaufstellung zu ermöglichen. Auch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ließ mitteilen, sie habe sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Die NZZ schreibt, die Bundespartei rät den Landesgrünen, Abstand von einem demokratisch gewählten Kandidaten für die Bundestagswahl zu nehmen. Ja, so eine Wahl hat natürlich Nachteile, etwa wenn das falsche Resultat dabei rauskommt. Und wählt selbst die eigene Basis falsch, muss man korrigierend eingreifen, demokratisches Wahlergebnis hin oder her. Wahlen sind eben nur dann gut, wenn das richtige Resultat rauskommt. Und Quoten sind wichtiger als alles andere, selbst wenn es heißt, dass man jemanden nehmen müsste, der weniger gut geeignet ist. Ja, und das haben die Grünen in ihren Regeln genau festgeschrieben, dass alle Bundesorgane und Kommissionen mit mindestens 50% Frauen zu besetzen sind. Mindestens? Ja, es ist klar, damit sollen Frauen gefördert werden, was ja per se überhaupt nichts Schlimmes ist. Aber dafür nimmt man die Diskriminierung einer anderen Gruppe in Kauf. Denn mit diesen Vorgaben werden Individuen von vornherein ausgeschlossen, auch wenn sie vielleicht geeigneter wären. Ja, und das sind jetzt nicht seltene Fälle, wo das halt mal passiert ist. Es ist ja so in ihren Statuten festgehalten. Also es soll bewusst so sein. Die Grünen sagen, sie wollen für Gleichberechtigung einstehen. In Wahrheit aber pflegen sie damit eine Strategie der Ungleichbehandlung. Der Umgang der Grünen mit Männern ist diplomatisch gesagt unter aller Kanone, vor allem mit jenen Männern, die sich nicht als Frau identifizieren. Was sagt das denn ganz allgemein über die Vorstellungen der Grünen von Demokratie oder demokratischen Entscheiden, wenn sie ihrem Kandidaten raten, auf seinen Listenplatz zu verzichten, obwohl er gewählt wurde, einfach weil er das falsche Geschlecht hat? Und ich würde mich ja schwer täuschen, aber wer Identitätsmerkmale wie Geschlecht, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung etc. in den Vordergrund stellt, höher gewichtet als Kompetenz oder Leistung eines Individuums, der handelt bestimmt nicht im Sinne des Liberalismus. Es ist unbestritten, eine Frau muss dieselben Chancen haben in der Politik wie ein Mann. Gleichstellung bedeutet aber nicht, dass eine Gruppe gegenüber der anderen Privilegien erhält. Ja, schon nur diese paar Beispiele zeigen eigentlich diverse Widersprüche innerhalb ihrer Geschlechterideale. Sie zeigen Bevormundung von Frauen. Irgendwie gelten Frauen bei den Grünen ganz grundsätzlich als besonders schützenswert. Wir benötigen darum eine andere Behandlung, weil wir es von alleine ja nicht zustande bringen, erfolgreich zu sein, sichtbarer zu werden, Hürden erfolgreich zu meistern, uns durchzusetzen und durchzubeißen. Wer bereit ist, mit Quoten und Quotierungen Chancengleichheit bei Bedarf auszuhebeln, weil einem das Ergebnis nicht passt, der hat das Prinzip Chancengleichheit nicht verstanden. Da wird ja auch seinen eigenen Standards nicht gerecht. Der hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, was würde Männern drohen, wenn die Grünen an die Macht kämen? Ja, je nachdem, eine unfaire Behandlung bei Resultaten, die ihnen nicht passen. Auch die Quotenregelungen bei Wahlen in Politik und in der Wirtschaft können sich auf die Chancen von männlichen Individuen nachteilig auswirken. Oder haben sich schon.
Und das ist ja nur ein prominentes Beispiel. Ja, und das Wichtige ist, das gilt ja nicht nur für Parteifragen, das würde gesellschaftliche Aspekte grundsätzlich betreffen. Regelungen oder Gesetze im Bereich wie Scheidung, Eherecht, Sorgerecht etc. Und fasst man mal all diese geschlechtertechnischen Punkte der angeführten Beispiele zusammen, kann man sich schon fragen, ist das eigentlich nicht total männerfeindlich, was die da veranstalten? Denn stellt euch mal vor, würden umgekehrt Frauen so behandelt, wären die Grünen die Ersten, die Frauenfeindlichkeit und Frauenhass kreischen würden. Schaut mal in die sozialen Medien, da tun sie das praktisch jeden Tag. Und es reicht dabei ein Foto, auf dem ein Armin Laschet nur mit Männern drauf ist. Politik ohne Frauen, Frauen ausgeschlossen, Frauen ausgegrenzt. Dann ist auf Twitter 5 Tage lang die Hölle los. Fazit. Meine Interpretation ist, die Gesellschaftspolitik der Grünen, die ist sicher gut gemeint. Aber sie kollidiert mit vielen Maßstäben, die sie sich selbst gesetzt haben und die sie auch allen anderen auferlegen. Auch bedienen sie mit ihren Ideen vor allem die Interessen ihrer eigenen Klientel. Ihr Elan fließt, also nebst der Umwelt, muss man sagen, in Diskussionen über Frauenquoten in der Politik, in männerfeindliche Wahlgesetze, in vermeintlich sexistische Werbung, in die Verwendung von falschen Begriffen. Es sind die Diskussionen eines gut situierten Milieus. Mit den Alltagsproblemen vieler Menschen, die weniger Chancen haben, also jenen, für die die Grünen vorgeben, Politik zu betreiben, haben sie wenig zu tun. Ja, und vor allem männliche Individuen dürften von dieser Partei in Gesellschaftsfragen in die zweite Reihe gestellt werden. Was sie denken, sagen, fühlen, ihre Probleme dürften weniger wichtig sein. Übrigens, Grüne fordern Zuschuss für Lastenräder. Für die Subvention der Lastenräder wollen die Grünen 1 Milliarde Euro ausgeben. Sie sehen etwa Handwerker als Zielgruppe für die Teile. Und auch dieses Anliegen wird ihre Beziehung zur auserkorenen Gruppe bestimmt intensivieren. Denn eine Einbauküche lässt sich ja wunderbar auf 17 Lastenrädern verteilen.